Kom mit nur auf Matterspur. Auf. 1836 kommt der 15-Jährige zum ersten Mal mit der Justiz in Kontakt. Er wird in Aarau bei einem frechen Schmucksdiebstahl in der Bijouterie Sellier verwünscht und zu 4 Wochen Gefängnis mit Rutenstreich und schmaler Kost verurteilt. Dann hat er eine Maurerlehre absolviert und in Aarau beim Kasernenbau geholfen. Ein Kollege, der vis-à-vis von der Frau Flinde gewohnt hat, hat mir von dem erzählt, die Frau Flinde ist der Ort, wo er mal dahin gerichtet worden ist. Und dann hat er mir dann das Buch gegeben zum Lesen, Lesen und Sterben des berüchtigten Gaunes Bernhard Matter, und von dort her kenne ich ihn eigentlich. Die Landjäger, die sind ja noch blöder, als ich gemeint habe. Ich würde den Matter nicht einmal schmecken, wenn er geissen ist, unter der Kappe hat. Was Kappe? Der Matter läuft jetzt mit einem schwarzen Hut und einem schwarzen Rock rum. Er sieht aus wie ein Pfarrer. Ha! Der und Pfarrer. Hast du gehört, Monika? Da hinten, im Lädeli von Mühler Gemeindamm, hat der Matter eingebracht. Den Ladenkorpus mit dem ganzen Geldding hat er aufgebracht. Aber Geld, sie sind weggekommen. Nur das Signalement vom Matter und seine Takuro-Typie. Seine was? Seine Takuro-Typie. Das ist irgendein Bild, wo... Du meinst, seine Takuro-Typie. Das hat aber nichts mit einem Taku zu tun, Brüder. Meinetwegen seine... Sein Bild halt, Gott, vertelle ich nochmal. Es geht ja jetzt 20 Jahre zurück. Zuerst waren die 2 Comics gewesen. Und dann jetzt 5 kleinere und grössere Theater. Also 2004 war das grosse Freilichttheater hier vor dem Bären aussen. Und mit dem hat es eigentlich angefangen. Das waren 3 kleinere Produktionen hier im Bären und im Waldhaus zu Mur. Und jetzt heute eben mit dieser Garreise schliessen wir das ab. Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das jetzt ist, wenn man das Ganze mal am Stück sieht. Ja, und du? Haben sie dich endlich rausgelassen? Ja, ich komme direkt aus dem Käfig. Und habe gedacht, vielleicht... Suchst du den Matter? Also Kasper, nicht so laut! Meistens ist er im Elsass unterwegs. Aber ab und zu taucht er wieder da bei uns in der Gegend auf. Ist er jemand zum Mädchen gekommen? Ja, und sie hat immer Freude gehabt, wenn sie den Papa gesehen hat. Ja, Freund, das ist eine gute Frage. Ein entfernter Bekannter, würde ich mal sagen. Es ist doch eine andere Zeit. Es ist eine andere Art von Mensch natürlich auch. Man kann nicht mehr persönlich mit ihm reden, aber es ist schon ein, ich glaube, ein entfernter Bekannter trifft es nicht so schlecht. Und man immer etwa mal an 2 Jahren wieder mal trifft, wie jetzt hier auch, und etwas mit ihm macht oder eben schreibt. Es ist schon ein extremer faszinierender Charakter, würde ich sagen. Also gerade wieder so ein zerrissener Charakter ist auch. Also da steht einerseits so die Sehnsucht nach einem bürgerlichen Leben, das er auch immer wieder hatte, dann aber gleich wieder das Verbrechertum. Dann ist er so hin und her gerissen sein, auch zwischen seiner Frau, und er immer wieder dazu zurückgekommen ist, und anderen Frauen. Dann hat er mehrfach probiert auszuwandern, hat aber gleich, ist auch gleich immer wieder zurückgekommen in die Gegend, wo man offenbar eben auch nicht losgekommen ist davon. Also so das, eben das, die Zerrissenheit, das hin und her gerissen sein, das hat mich einerseits sehr fasziniert an der Figur, und die andere Faszination ist einfach die Sprache. Also die Theater habe ich jetzt immer im Mundart geschrieben, und das ist eigentlich das erste und einzige Mal, wo ich auf Mundart schreibe. Vorname, Name, Adresse, Jahrgang. Viele Leute, eh? Also an den Ohren. Erika. Hopp. Tiger. Adresse. Hauptstrasse 20. Und wo ist das? Ganz verdächtig. Nur, eh?
Ja, der grosse Unterschied. Also, eigentlich mal zuerst kenne ich, bin immer noch der Mathe für mich. Bei dir in dieser Rolle wird auch minim noch auftreten im Stück selber. Aber es ist natürlich jetzt nicht mehr Schauspielerei, es ist eben Inszenierung. Und das ist eine ganz andere Geschichte und auch eine völlig andere Nervosität, Spannung, klappt die Kiste, sind wir alle rechtzeitig am Ort und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon nochmal ganz eine andere Situation. Ja, also vor allem für die Schlüsselszene in der Herbrig, da gibt es ein bisschen Leitfaden. Sonst ist der Leitfaden das Zusammenspiel von allen Akteuren und Player, die hier noch mitspielen, die helfen organisieren, helfen aufbauen und so weiter. Das geht über die Musik, über das Organisieren vom Bühnenbild in Teufeltal und so weiter und so fort. Und der Leitfaden im Bus bzw. auf der Reise ist unser Reiseleiter, der Heiner Halder, wo Geschichten zum Matter zum Besten gibt. Aber der Matter, haben Sie zum Tod verurteilt? Stellt euch das einmal vor. Der Matter, der noch nie irgendjemandem etwas gesagt hat, soll geköpft werden. Der Matter hat die Maschine hier verbogen. Nur mit seinen Mäusen. Ist das nicht unglaublich? Mal. Ja, in so kurzer Zeit. Am 17:30 haben wir das Nachtessen gebracht, wie immer. Dann habe ich die zwei Ketten untersucht, die er an der Mauer angehängt war. Den Triangel habe ich auch exkaliert. Nein, Kümmerli, nicht eskaliert. Examiniert heisst das Wort. Gesetz nur der Ausdruck des öffentlichen Bewusstseins über Recht und Strafbarkeit sein soll. Also, der Matter ist geköpft. Es ist jetzt so. Und somit ist auch ein Stück Mühlentheater zu Ende. Ja, gefallen? Mhm. Super. Ja, das ist ja so eine archaische Figur vom Edler Räuber, oder? Also das ist jetzt ein Robin Hood, der andere Not heisst der andere, heisst der anders. Also was sicher zutrifft, ist, dass er einfach dort geklaut hat, wo es etwas zu holen gegeben hat, nämlich bei den Reichen. Und das hat nicht so viel gegeben zu dieser Zeit. Und dass es auch viel dort verprasst hat, wo halt Leute sind, die ihm nachgestanden sind. Das waren schon immer die Armen gewesen. Aber jetzt ihn da Sozialrebellen anzuschauen, das finde ich, das würde die Sache nicht treffen. Für das ist er echt zu fest einfach auf sich bezogen gewesen. Robin Hood war auch ein Anführer gewesen, von anderen so Edelräubern. Das war der Bernhard Matter eindeutig nicht gewesen, sondern er war, wenn schon, eher so ein Instrument gewesen von anderen als jetzt der Anführer. Insofern trifft der Vergleich auch wieder gar nicht.